Willkommen bei Metropolis. Heute dem Labor bald entwachsen. Drohnen und Roboter spinnen für die Baukunst. Deutsch-französischer Dialog. Zwei, die sich gefunden haben. Vincent Perani und Michael Wolny. Taha Benjelloun. Eine Stimme der Aufklärung. Sein drittes Buch an die Jugend. Doch zuerst reisen wir in die Metropole der Woche. Shkodra. Shkodra? Albanien im Südosten Europas. Bis vor 25 Jahren das Nordkorea Europas genannt. Völlig isoliert unter kommunistischer Diktatur. Keiner durfte rein, keiner durfte raus. Seitdem ist einiges passiert. Albanien sogar Beitrittskandidat der Europäischen Union. Wie nah uns dieser immer noch unbekannte Teil Europas tatsächlich ist, erfahren wir in Shkodra. 2400 Jahre alt, kulturelles und politisches Zentrum. Schon bevor Tirana 1920 zur Hauptstadt wurde. Und heute? Wie lebt es sich hier im 25. Jahr der Demokratie? Es ist eine Stadt der Freiheit, eine Stadt des Widerstands und die Wiege der albanischen Kultur. Wir waren verschwunden, unter der Besatzung des Osmanischen Reichs, unter der Monarchie und wieder unter der kommunistischen Diktatur. Erst jetzt sind wir offen. Und es gibt hier Leute, die nach vorne schauen, die Gegenwart beim Schopf ergreifen und an der Zukunft bauen. Wenn jemand eine Zeitreise machen will, vom Altertum in die Moderne, dann seid ihr hier genau richtig, in meiner Heimatstadt Shkodra. So, kommt mit. Dass Shkodra wechselhafte Zeiten erlebt hat, spürt man unmittelbar. Architekturen wie nebeneinander gewürfelt, alt und neu. Kontraste, die verblüffen. Freundlich, lässig mediterran. Rund 100.000 Menschen leben hier, heißt es. Aber keiner weiß es so ganz genau. Viele gehen fort, suchen woanders ihr Glück. Andere kommen zurück und versuchen es wieder hier. Die wirtschaftliche Not ist groß. This 25 years of democracy. 25 Jahre Demokratie, das war keine einfache Zeit für uns. Wir stecken immer noch im Umbruch. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Und ob wir hier eine Zukunft haben, ist ungewiss. Das setzt uns alle ziemlich unter Druck. Wir können nicht mehr warten, wir müssen etwas tun. Hier stand früher eine Stalin-Figur. Heute ist das der Platz der Demokratie. An den Regimewechsel kann sich Josef kaum erinnern. Er war noch ein Kind. Aber die Nachwehen der 50-jährigen Diktatur sind noch spürbar. Wirtschaftlich, politisch und kulturell. Aber zurzeit tut sich was. Und Josef gehört zu denen hier, die der harten Realität mit Kreativität begegnen. Er ist Schauspieler im Migeni-Theater, eines der bekanntesten Ensembles des Balkans, das gerade Spielpause hat, wegen Renovierung. This is the theater of Shkodra. Da wären wir, das Theater von Shkodra. Hier arbeite ich. Hier tanke ich Energie. Hier stecke ich alle meine Gefühle rein. Und das, obwohl wir viele Probleme haben, vor allem Geldsorgen. Aber das hält uns nicht auf. Wir machen 5, 6, manchmal sogar 7 Inszenierungen im Jahr. Und wenn es sein muss, treten wir auch in unseren eigenen Sachen auf. Holen Klamotten von zu Hause für die Bühne, für unsere Rolle. So läuft das. Improvisation ist Trumpf und die Bühne gerade frei. Spontan schlüpft Josef in einen Frack, ruft eine Kollegin und erinnert an einen berühmten Künstler der Stadt aus den Anfängen der Fotografie. Pietro Marubi, dessen Fotostudio gerade wiederentdeckt werden kann. Marubi, ursprünglich Italiener, kam Mitte des 19. Jahrhunderts nach Shkodra. Er hat ein fotografisches Erbe hinterlassen, das wirklich Staunen macht. Seit kurzem erst ist es in einem neuen Museum zugänglich. Ein bislang unbekanntes Kapitel der Fotografiegeschichte. Eine Nahtstelle zwischen Europa und dem Osmanischen Reich. Mr.
Eine versunkene Welt, wie durch ein Wunder erhalten. Stolz, prächtig, Männer wie Frauen. Selbstbewusste Bürger einer blühenden Kultur- und Handelsmetropole. Das Herzstück des neuen Museums ist das Archiv. Hier werden die kostbaren Negative bewahrt, das Werk von insgesamt 3 Marubi-Generationen, denn Pietros Nachfahren führten das Studio fort, eine Fotografendynastie. Dort treffen wir Lucian Bedeni, der das Museum leitet. Das hier ist eine Original-Negativplatte mit einem Porträt von Pietro Marubi, dem Vater der albanischen Fotografie. 1856 eröffnete er hier in Shkodra sein Studio, 17 Jahre nach der ersten Fotografie in Paris, 1839. Wir Albaner besitzen heute über 500.000 Glasnegative und Originalabzüge, von der Gründerzeit bis in die Ära des albanischen Kommunismus. Wie können wir an diese Ära wieder anknüpfen? Die Berührungspunkte neu beleben, die seinerzeit zwischen Shkodra und Europa bestanden. Mit dem neuen Marubi-Museum sendet Shkodra ein starkes Signal. Innerhalb Albaniens und nach Europa. Innerhalb stiften die Fotografien Identität, belegen Herkunft und Geschichte. Nach außen sind sie Botschafter einer unbekannten albanischen Kultur. Beiden Perspektiven dient die Architektur, die Jesus Hernandez entwickelt hat, Architekt aus Rotterdam. Multiple Funktionen, offen gestaltete Räume und, ganz wichtig, eine Plattform für internationalen Kulturaustausch, der hier so lange fehlte. Die erste Kooperation, Kuratoren des Amsterdamer Fotomuseums durften im Marubi-Archiv recherchieren und zeigen Frauenporträts bis 1944. Nach 1944 war dann Schluss. Die Ära der politischen Säuberungen begann, das Studio verstaatlicht, die Fotografien für Propaganda missbraucht. Noch heute kursieren tausende Fälschungen. Regimegegner wurden einfach wegretuschiert. Wie gut, dass die Originalnegative jetzt zugänglich sind. Und umso wichtiger, sich mit Bildern und Bildsprachen auseinanderzusetzen, findet der Künstler Adrian Pazzi. Und wenn er einlädt, kommen die Leute in Scharen. Als Künstler ist Pazzi auf dem internationalen Parkett unterwegs. Aber Shkodra ist seine Heimatstadt und hier hat er das Arthouse eröffnet, wo jetzt seine internationalen Künstlerfreunde Diskussionen über Kunst entfachen. Wir erwischen Adrian Pazzi kurz vor seiner Abreise nach Mailand, wo er seit den 90er Jahren lebt und lehrt. Wir wollen wissen, was ihn treibt. Shkodra hat diese Tradition und die Leute lieben. Shkodra hat diese lange Tradition. Die Leute lieben Kunst und Kultur. Trotzdem gibt es großen Nachholbedarf, sich damit auseinanderzusetzen. Das war eine der Überlegungen für dieses Projekt. Wir wollen kritisches Denken fördern. Nicht alles einfach hinnehmen, sondern hinterfragen. Deshalb veranstalten wir auch hauptsächlich Diskussionen und weniger Ausstellungen. Nachdenken. Die Wucht der Ereignisse hinterfragen. Nur eine Straße weiter kann so ein Wunsch schon verpuffen. Dort sucht man eher das Vergessen. Die dunkle Zeit war lang genug. Der wahrhafte Held verzeiht, was geschah, steht da an der Wand. Diktatur war Angst. Angst war allgegenwärtig. Angst zu sprechen, Angst zu lachen, Angst zu sagen, was du brauchst, was du willst oder was du denkst. Und heute? Wo kann die junge Generation etwas über die Ursachen der Angst erfahren, die ihre Familien prägte? Wie das Schweigen brechen? Fragen, die uns in das zweite neue Museum führen, das Shkodra jüngst hervorgebracht hat, die Stätte der Zeugen und der Erinnerung, die in einem ehemaligen Gefängnis untergebracht ist, wo uns die Leiterin Thea Kuni schon erwartet. Die Gänge im Zellentrakt sind eng. Und im Hinterhof noch der Stacheldraht. Verstörende Details. Aber hier darf man offen fragen. Und zwar Menschen, die genau hier Opfer von Folter wurden. Gerade Shkodra, freiheitsliebend und Europa zugewandt, musste brutale Repressionen ertragen, erzählen sie. Und Thea Kuni hat die Beweise gesammelt.
Protokolle aus dem Reich der Finsternis, wo die Verhöre stattfanden. Shkodra damals muss man sich vorstellen wie ein kleines Gefängnis in einem großen Gefängnis. Wir sprechen hier von etwa 3000 Gefangenen oder sogar mehr. Von einigen haben wir keine Protokolle. Sie wurden eingesperrt und ohne Prozess erschossen. Ich hoffe für unsere Zukunft, dass wir es schaffen, einzugestehen, was hier geschah. Das ist die Grundlage, um etwas aufzubauen. Wenn wir das nicht zugeben und einander nicht um Vergebung bitten für das, was wir uns hier angetan haben, dann wird auch in Zukunft nichts Gutes rauskommen. Ein erster Schritt ist die Justizreform in Albanien. Ende Juli endlich beschlossen, auch auf Drängen der EU. Damit kommen endlich auch alle politischen Verstrickungen zwischen damals und heute auf den Tisch. Ich empfinde, wir alle, jeder, wir spüren, dass sich jetzt etwas verändert. Die Justizreform ist für uns möglicherweise der Schlüssel. Jetzt, erst jetzt, fühlen wir uns als Europäer. Like an European persons. Das wollen wir feiern. Zusammen. Und Josef hat auch schon eine Idee, wo und mit wem hier die Party geht in Shkodra. Mit Resata Smaja natürlich, der albanischen Finalistin vom Eurovision Song Contest. Einen typischen Gassenhauer aus Shkodra will sie für uns rocken. Bühne frei also für eine Komposition von Prenk Jakova. Auch er ein Opfer der Diktatur und in Shkodra sehr verehrt. It's called Margello. Das Lied erzählt von Margello. Das ist der Name eines Mädchens. Als sie aus den Bergen nach Shkodra runterkommt, kann keiner die Augen von ihr lassen. Und wir nicht von ihr, dieser liebenswerten Stadt. See you next time. Thank you. C'était extraordinaire. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Actu. Aktuell. Einer, der für die Demokratie in Zeiten des islamistischen Terrors kämpft, ist der Schriftsteller Taha Benjaloun. Taha Benjaloun, in Marokko geboren, in Paris zu Hause, mischt sich unermüdlich in den öffentlichen Diskurs ein. Besonders, wenn es um den dschihadistischen Terror geht, der im Namen seiner Religion wütet. Anfang des Jahres wurde seine Großnichte, die Fotografin Leila Alaoui, bei einem Anschlag ermordet. Ein Jahr zuvor hatte er schon seine Freunde, die Zeichner Kabü und Wolinski, beim Attentat auf Charlie Hebdo verloren. Wenn man geliebte Menschen verliert, die auch noch so viel Talent haben, dann verkümmert man. Man wird ärmer. Es wird einem bewusst, wie unbedeutend man ist und in welchem Ausmaß sich diese Fanatiker und Intoleranten von Intelligenz, Schönheit und Talent bedroht fühlen. Der vierfache Vater hat eine literarische Form gefunden, in der er das Unfassbare verständlich machen will. Er erklärt es seiner Tochter. Ein imaginierter Dialog. Jetzt erscheint in Deutschland: Papa, was ist ein Terrorist? Das ist jemand, der allergrößte Gewalt anwendet, um Angst zu verbreiten und die Menschen zu erschüttern. Und das ist das Schlimmste. Man kann den Terrorismus nicht lokalisieren. Er ist kein Feind, der einem gegenübersteht, den man bekriegen kann oder mit dem man verhandeln kann. Er ist unsichtbar. Er kann plötzlich auftauchen.
Wie ein Virus in der Luft. Plötzlich hat man ihn und wird krank. Dieses Gespenst macht Angst, auch den Kindern. Sie brauchen eine Antwort auf die Frage, wie man mit dieser Unsicherheit lebt. Man muss ihnen die Wahrheit sagen, aufrichtig sein, ihnen nicht vorgaukeln, in einer wunderbaren Welt zu leben. Unsere Welt ist gewalttätig. Zwar längst nicht so wie die ihrer Großeltern, die die Nazizeit und den Faschismus erlebt haben. Wir kennen heute eine andere Form von Gewalt und Brutalität. Im Resultat ist es jedoch das Gleiche. Man verliert die Menschen, die man liebt. Daher gehe ich im Buch auch auf die Geschichte des Terrorismus ein. Im Kern ist es immer das Gleiche. Der Terrorismus trifft Unschuldige. Dennoch macht Jilloun Unterschiede. Die RAF war ein Phänomen mit weit weniger Bedeutung. Es gab keine 30.000 Kämpfer, keine weltweite Dimension. In Deutschland war es nach dem Krieg normal, dass die Kinder der Nazis politisch etwas ändern wollten. Sie wollten damit ihren Eltern und Großeltern etwas mitteilen. Daher erkläre ich im Buch die Ideologie der RAF. Aber ich bin nicht mit ihnen einverstanden. Denn man verübt keine Verbrechen an Menschen, die mit einem nicht im Krieg sind. Das ist das Gleiche wie heute. Auch die Dschihadisten sind im Krieg mit Menschen, die sie gar nicht kennen. Dieser Krieg der Dschihadisten ist ein Krieg gegen die westliche Wertegemeinschaft. Mittlerweile gibt es immer mehr Einzeltäter, die diese Ideologie übernehmen, Anschluss suchen und dann, selbst für die nächsten Angehörigen, unerwartet und verheerend zuschlagen. Die Dschihadisten behaupten, sie beziehen sich auf die Zeit des Propheten. Das stimmt nicht. Sie beziehen sich auf die Zeit davor. Der Prophet hat niemals einen Menschen hinrichten lassen, noch hat er Unschuldige getötet. Ganz im Gegenteil. Als der Prophet in den Krieg gezogen ist, er hat Kriege gegen Stämme geführt, die seinen Tod wollten, sagte er zu seinen Soldaten den berühmten Satz: Vergeht euch nicht an den Frauen, den Kindern, den Alten und nicht an den Priestern, während sie das Gebet sprechen. Genau das ist in diesem Sommer in einer kleinen Kirche in der Normandie passiert. Einem Priester wurde während der Predigt im Namen des Dschihad die Kehle durchgeschnitten. Das ist für Taha Ben Jelloun eine Kriegserklärung neuer Art, ein Religionskrieg. In seiner Wut wandte er sich in der Tageszeitung Le Monde eindringlich an seine muslimischen Landsleute. Er fordert sie auf, nicht mehr zuzulassen, dass solche Verbrechen im Namen des Islam begangen werden. Aber er sieht auch, dass ein grundsätzlicher Wandel angestoßen werden muss. Und gleichzeitig habe ich die Muslime in diesem Artikel aufgefordert, damit aufzuhören, sich auf ihre Frauen zu fokussieren, sie nicht mehr zu verhüllen und ständig eine Extrabehandlung einzufordern, sei es in Schwimmbädern, Schulen oder am Strand. Sie sollen sich kleiden wie alle anderen. Tugend findet im Geist statt und zeigt sich nicht in Äußerlichkeiten. Besondere Hoffnung setzt er in muslimische Frauen. Sie sollen sich emanzipieren von den alten Konzepten und religiösen Vorstellungen ihrer Männer und sich, auch rein äußerlich, integrieren in die französische Gesellschaft. Man muss den Säkularismus kultivieren und ihnen erklären, dass das nicht gegen ihre Religion ist, sondern nur die Trennung von Religion und Politik bedeutet. Seit kurzem ist Taha Ben Jelloun auch im Gremium der neu gegründeten Stiftung Islam de France. Gemeinsam mit 50 anderen muslimischen, teils prominenten Persönlichkeiten, will er sich verstärkt um muslimische Jugendliche kümmern, um anderen zuvorzukommen. Um mit ihnen über die Toleranz zu sprechen, den Islam, über das, was Frankreich ausmacht, seine Werte, woher sie kommen, auch welche Fehler Frankreich begangen hat. Trotzdem ist Frankreich heute ein multikultureller Staat. Diese Aufgabe, die kann man nur gemeinschaftlich anpacken. Und natürlich können wir keine Wunder vollbringen. Das geht nicht von heute auf morgen, dass sie sich als Franzosen fühlen. Oder als Deutsche. Wir haben es längst gewusst, dass man vor allem den Jugendlichen etwas bieten muss. Aber man muss es dann auch tun. Architektur. Architektur. Ferngesteuert abheben. Und bauen.
Besser als 3D-Drucker. Die Architektur der Zukunft. So könnte sie aussehen. Ein Pavillon vor dem Victoria and Albert Museum in London. Ein Dach aus feinen Carbonfasern, gebaut von Robotern. Eine architektonische Vision, die täglich weiter wächst. Das Spannende ist, dass diese neuartige Ästhetik natürlich erstmal die Besucher herausfordert. Man steht unter dem Dach und wundert sich, wie kann sowas, was irgendwie wie aus Zehntausenden von Fäden gesponnen aussieht, in Wirklichkeit sind es fast 400 Kilometer Carbonfaser, wie kann sowas eigentlich halten? Stabil und extrem leicht ist das Dach. Ein Quadratmeter Fläche wiegt gerade mal 9 Kilogramm. Ganze Stadiondächer könnten so entstehen. Zukunftsweisend. Unsere Arbeiten sind eigentlich von der Vision getragen, dass wir aus neuen Technologien eigentlich keine alten Produkte machen wollen. Wir wollen auch neue Technologien wie die Robotik nicht dafür einsetzen, einfach nur bestehende Prozesse, bestehende Bausysteme ein bisschen effizienter, ein bisschen produktiver zu machen, sondern uns geht es eigentlich darum, herauszufinden, was sind eigentlich die Arten des Bauens, die Arten des Konstruierens und auch der architektonische Ausdruck, die genuin aus diesen neuen Technologien hervorgehen. Weil wir denken, das sind die Mittel unserer Zeit und das sollte uns gerade als Architekten besonders interessieren. Der Elytra Pavillon am Victoria and Albert Museum ist nicht nur ein ständig wachsendes Kunstwerk. Es ist wie ein Labor für die Zukunft des Bauens mit computergesteuerter Technologie. Achim Menges hat sich schon früh der Forschung in diesem Bereich gewidmet. 2008 hat er das Institut für Computational Design an der Universität in Stuttgart mitgegründet. Es geht um Technik und Fortschritt. Und trotzdem, alles ist von der Natur inspiriert. Dieser Pavillon etwa von einem Seeigel. Wir haben immer versucht, eigentlich möglichst einfache Formen zu machen, die sich möglichst einfach bauen lassen und haben dabei eigentlich sehr viel Material aufgewendet. Was wir versuchen zu tun, ist eigentlich so zu konstruieren wie die Natur, also mit komplexeren Formen, komplexeren Strukturen, leichtere Konstruktionen zu erzeugen, die weniger Material und weniger Ressourcen verbrauchen. Was wir aus der Natur übertragen konnten, war, wie wir eine Schale aus einzelnen Elementen konstruieren können, die ohne jegliche Form von Schrauben, Nägeln oder sonstiges auskommt. Hier ist es wirklich so, dass die einzelnen Holzelemente vernäht sind vom Roboter und die größeren Elemente werden dann verschnürt. Und das ist die tragende Konstruktion des Pavillons. Das Hygroscope aus dem Labor von Menges gehört zur ständigen Sammlung des Centre Pompidou in Paris. Auch dieses Objekt kopiert die Natur. Ganz simpel und doch genial. Der Fichtenzapfen wächst in einem feuchten Zustand, ist geschlossen, fällt vom Baum und öffnet sich dann vollkommen von alleine. Das ist eine Bewegung, die bedarf weder Motoren noch Muskeln, sondern es ist sozusagen im Material selbst die Maschine verankert. Das heißt, die Installation am Centre Pompidou reagiert auch auf Wechsel des Wetters. Momentan forschen Menges und seine Studenten an einem Nachfolgeprojekt des Londoner Elytra Pavillon. Die Roboter sollen diesmal sogar mit Drohnen zusammenarbeiten. So können noch größere Dachflächen entstehen. Ich glaube, dass das Bauen mit Robotern die Zukunft sein wird. Sie arbeiten viel akkurater und wir haben viel mehr Möglichkeiten. Und Strukturen können viel komplexer gedacht und gebaut werden als das, was wir bis heute geplant haben. Stimmt die Prognose, dann lösen Roboter und Drohnen bald die Kräne ab auf unseren Baustellen. Und Architekten, Ingenieure und Biologen werden zukünftig immer enger zusammenarbeiten. Was wir heute schon sehen, ist, dass die wirklich grundlegende Innovation geschieht immer an der Schnittstelle der Disziplinen, nie im Herzen
nur einer Disziplin. Noch sind Menges Entwürfe hauptsächlich als Kunst oder temporäre Installation im Museum zu sehen. Doch schon bald könnten sie unser Stadtbild prägen. Musik. Musik. Piano, deutsch gespielt. Und Akkordeon, französisch. Was für ein Zusammenspiel. Michael Wolny und Vincent Perani, Pianist und Akkordeonist. Sie sind die gefeierten Popstars der europäischen Jazzszene. Der eine aus Deutschland, der andere aus Frankreich. Als die beiden sich vor 4 Jahren bei einem Konzert kennenlernten und drauf los improvisierten, war sofort klar, hier haben sich 2 Seelenverwandte getroffen. Als wir das erste Mal zusammen gespielt haben, haben wir eigentlich komplett ohne Verabredung gespielt. Also es war komplett frei. Und in so einer Situation, glaube ich, da kommt man sich entweder total nahe oder man merkt, dass man nichts miteinander zu tun hat. Es war ein bisschen wie ein Schock, als wir uns getroffen haben. Schock. Denn solche Begegnungen sind ja außergewöhnlich. Exceptionnel. Und ich wusste schlagartig, dass alles möglich ist mit Michael. J'ai l'impression qu'avec Michael, tout est possible en fait. Nur das Knopfakkordeon und das Klavier sind auf dem neuen Album Tandem zu hören. Und siehe da, sie harmonieren prächtig. Ich glaube, dass also Akkordeon und Piano, dass das 2 Instrumente sind, die sich viel zu sagen haben, weil sie sich einerseits sehr ähnlich sind, aber andererseits klanglich auch sehr unterschiedlich. Und die Kombination dieser beiden Instrumente, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Vorbilder aus irgendeinem Grund. Natürlich ist diese Instrumentenkombination ungewöhnlich. Oft haben das Piano und das Akkordeon dieselbe Rolle in einer Band. Beide gemeinsam zu spielen, macht ein bisschen Angst. Ich spiele Akkorde, du spielst Akkorde mit 10 Fingern. Das kann auch sehr hässlich klingen. Aber was wir gemeinsam haben, es sind beides mehrstimmige Tastaturen. Mit kleinen Unterschieden natürlich. Beide Musiker lieben das Experiment. Klassik, Rock, Pop, Indie, neue Musik. Alles fließt in ihre Kompositionen mit ein. Und Björks Hunter klingt jetzt so. Speziell bei Björk war es so, dass ich mich erinnert habe, dass bei dem Original, also bei der Albumversion von Hunter, dass da ein Akkordeon eine wichtige Rolle spielt. Und ich hatte eigentlich dieses Stück schon ein paar Mal in anderen Bands ausprobiert, habe auch schon diverse Arrangements geschrieben, aber es war nie so richtig, hat nie so richtig funktioniert. Und als wir dann, glaube ich, das erste oder zweite Mal eine Duo-Probe gemacht haben, da habe ich das Stück dabei gehabt und es war gleich so, ja, das ist ein guter Rahmen irgendwie, um da Musik drin zu erzählen. Schubladen? Nein, danke. Jazz, das ist für beide vor allem ein musikalisches Gespräch. Es gibt kein Problem mit Instrumenten. Die Musiker müssen sich verstehen, sagt Perani. Und Wolny und Perani verstehen sich. Menschlich und musikalisch. Am besten ist, wenn man es schafft, in so einen Zustand von gelassener Souveränität so zu kommen, dass man alles passieren kann dabei die Musik von selbst so einen Weg findet.
Das Album ist wie eine Fotografie. Jetzt sieht das Foto so aus. Und in 6 Monaten verändern wir etwas und die Musik entwickelt sich immer weiter. Es gibt eine Basis, man erzählt die gleichen Geschichten, aber man fügt immer etwas hinzu. Auch wir überraschen uns immer wieder selbst. Preisgekrönt, unprätentiös und eine unbändige Spielfreude. Das muss erst mal einer nachmachen. Tandem ist ein fantastisches Album. Kann man mit Byzantinistik Karriere machen? Ja, man kann einen Bestseller schreiben, wenn man die Welt aus einer anderen Perspektive erklärt, wie der Brite Peter Frankopan. This type of blue. Diese Art von Blau ist sehr typisch für Zentralasien. Lapislazuli aus Afghanistan. Blau hatte Symbolkraft, denn der Himmel ist blau, das Meer ist blau, aber keine unserer Speisen ist blau. Das hat eine besondere Wirkung. Lapislazuli aus Afghanistan. Heute denken die meisten bei Afghanistan nicht gerade zuallererst an Kunst. Alle denken bei Afghanistan an Gewalt, Intoleranz, an unterdrückte Frauen. Aber das ist die aktuelle Situation. In den 70ern war Afghanistan die Spielwiese Asiens. Peter Frankopan wundert sich schon lange darüber, wie einseitig wir im Westen über die im Osten denken. In unserer Welt kommen Licht und Aufklärung immer aus dem Westen und nichts Gutes aus dem Osten. Eine fatale Perspektive. Einer der Gründe für Chaos und Blutvergießen in der Region. Doch so eurozentrisch war der Westen nicht immer. Auf dieser mittelalterlichen Karte lag die Mitte der Welt im Osten, in Jerusalem. Die Römer sagten noch, go east. Luxusgüter und Ideen wanderten über die Seidenstraßen von China bis nach Venedig, Amsterdam und London. Frankopans Buch Licht aus dem Osten erinnert uns an den enormen Einfluss und Reichtum dieser Region, an die gegenseitige Inspiration von Osten und Westen. Wobei das geistige Zentrum lange der Osten war. Bis 1500 oder 1600 lebten Intellektualität, Forschergeist und Neugier in diesem Teil der Welt. Dass Europa zum Motor von Wissenschaft, Entdeckung und Kultur wurde, ist relativ neu, wenn man das große Ganze betrachtet. Frankopan beschreibt, wie Spanien, die Niederlande und England zu Seemächten werden und Imperien gründen. Europa liegt nun wirklich in der Mitte der Welt. Zwischen Asien und dem gerade entdeckten Amerika. Mit Waffengewalt und missionarischer Arroganz fällt Europa über den neuen Westen und den alten Osten her. Ohne die Welt zu plündern, so Frankopan, wäre Europa niemals aufgeblüht. Der Sieger schreibt Geschichte. Und in den letzten 300-400 Jahren war das westliche Europa der große Gewinner der Weltgeschichte. Das heißt, unsere Vergangenheit wurde so beschrieben, dass wir uns mit ihr wohlfühlen. Die Menschen im Osten, einst respektiert, gar bewundert, gelten den Kolonialherren im frühen 20. Jahrhundert nun als minderwertig. Sie auszubeuten, betrachten sie als ihr selbstverständliches Recht. Der Raubzug wird als Mission getarnt. Am westlichen Wesen soll der Osten genesen. Der Beginn aller späteren Konflikte. Wie in jeder schwierigen Beziehung denken wir, dass der andere schuld ist an allen Problemen, Konflikten und Enttäuschungen. Wir selbst haben keine Fehler.
Uns werden nur die Probleme anderer Leute aufgedrängt, denken wir. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wird im Nahen Osten Erdöl entdeckt. Bald sind die Industrien des Westens vollkommen abhängig vom schwarzen Gold. Interessen werden rücksichtslos durchgesetzt. Beispiel Irak. Von den Briten am Reißbrett entworfen, mit Grenzen, die verfeindete Völker zusammenzwingen. Konfliktpotenzial bis heute. Auch im Iran sichern sich die Briten ihre Quellen. England profitiert, der Schah profitiert, die Bevölkerung geht leer aus. Die Wut auf die Fremden wächst. Im Kalten Krieg wird der letzte Schah von den USA unterstützt. Über Korruption und die Verfolgung religiöser Minderheiten sieht man hinweg. Das Regime stürzt. Fundamentalisten übernehmen die Macht. Der Hass auf den Westen ist entflammt und brennt bis heute. Befeuert wird er, so Frankopan, durch westliche Selbstgerechtigkeit. Wir glauben, dass allein der Westen zählt und wer wir sind und dass andere Leute so werden sollten wie wir. Ich halte das nicht für hilfreich, nicht für die Gegenwart und ganz sicher nicht für die Erforschung der Vergangenheit. Im 21. Jahrhundert sind Osten und Westen am Tiefpunkt. Aus den Wirren nach dem letzten Irakkrieg entsteht der sogenannte Islamische Staat. Er zerstört die antiken Spuren des Austauschs zwischen Ost und West. Im terrorisierten Europa spricht man wieder von Krieg. Wir sind im Krieg. Die Taten in Paris und am Stade de France sind kriegerische Akte. Aber Terror in Europa, Bomben in Afghanistan, Krieg in Syrien sind nur ein Teil der Geschichte. Wenn wir uns Asien als Ganzes ansehen und nicht fixiert auf die einzelnen Staaten, dann sehen wir eine Welt im Wandel. Für mich als Historiker sieht das nach Geburtswehen aus. Das ist schmerzhaft. Es wird um nationale Identitäten gekämpft. Wie soll der Westen mit diesen Völkern umgehen? Und wie wollen diese Völker, dass der Westen mit ihnen umgeht? Während Terror und Krieg die Nachrichten bestimmen, entstehen entlang der alten Seidenstraßen neue Wirtschaftsverbindungen unter der Regie Chinas. Frankopans Buch ist ein spannender Wegweiser in eine Region, die einmal der Mittelpunkt der Welt war und es vielleicht bald wieder wird. Atelier. Atelier. Tirana, Albaniens Hauptstadt. Spuren der Diktatur, aber auch rasanter Aufbruch. Beides hält der Maler Edi Hila fest. Er malt Situationen des Alltags. Das Leben im öffentlichen Raum. Seine Zeit im kommunistischen Arbeitslager. Ich bin ein Nonkonformist, damals wie heute. Zusammen mit dem Künstler haben wir 7 Etagen bezwungen. Hoch hinauf über die Dächer der Stadt, wo Edi Hila sein Atelier hat. Kurz vor uns waren übrigens die Dokumentamacher hier. 2017 ist Edi Hila dabei. Auch uns interessiert, was macht die Kunst an den Rändern Europas? Ich finde, Albanien hat sich komplett verändert in den letzten 25 Jahren. Wie sehr, das können Sie sich vielleicht gar nicht vorstellen. Das war nicht einfach für uns Künstler. Und ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich weitermachen soll. Aber ich kann nicht anders, als Bilder zu malen. Und zwar figurative Bilder. Bilder mit Bezug zu unserer Realität. Warum sollte ich das ändern? Ich versuche einfach, mir treu zu bleiben. Meinen Gewohnheiten, meinen Reflexen, meiner Art zu denken und damit auf die Veränderung der Wirklichkeit zu reagieren, die Albanien seit der Diktatur erlebt. Lasst uns das mal anschauen. Kann ich anfangen? Dieser Plattenbau etwa ist typisch für die kommunistische Ära. Und das Denkmal davor erinnert an die Unabhängigkeit Albaniens, unsere Geschichte.
Direkt zu Füßen davon veranstalten die Leute einen Markt. Sehen Sie? Drei Elemente, zusammen ein symbolisches Ensemble. Mich interessieren die Widersprüche, dieser Lebenswille der Menschen, ihre Energie, der Optimismus, mit dem sie das Leben zu bewältigen suchen, egal wo. Solche Situationen interessieren mich. Auch hier am Strand, vorne die Bunker, hinten ein Schiff, das nicht mehr seetüchtig ist, aber dazwischen haben die Leute ein Plätzchen gefunden, um Sonne zu tanken. Der typische Schauplatz unserer Geschichte ist der Boulevard. Alle großen Ereignisse haben sich dort abgespielt. Die Monarchie, der Faschismus und dann die kommunistische Diktatur. Aber eben auch unser persönliches Leben, unsere kleinen Geschichten, unsere Jugend. Als ich 29 oder 30 war, frisch verheiratet, meine Frau schwanger, kam die Umerziehung. Es gab damals verschiedene Bestrafungskategorien. Ich musste in die ideologische Umerziehung. Und dadurch verlor ich damals das Recht, auszustellen, das Land zu verlassen und weiter am politischen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Daraus habe ich aber auch etwas mitgenommen. Verstehen Sie das? Wäre ich nicht zur Zwangsarbeit verurteilt gewesen, hätte ich niemals derart expressive Zeichnungen machen können. Alle anderen Künstler malten damals ja im Stil des sozialistischen Realismus. Dunkel, ja. Trotzdem bin ich kein Pessimist. Ich versuche einfach, solche Augenblicke festzuhalten, ungeschminkt. Stationen des Umbruchs in Albanien. Und das war's schon wieder für heute. Auf unserer Homepage finden Sie den neuen Online-Clip Spotted und alle Infos zu unseren Themen. Und nächste Woche zeigen wir Ihnen Czernowitz.